Und das Ganze nehme ich jetzt auch mal auf für YouTube und so. Ihr könnt jetzt mal grüßen. Wir sind jetzt live auf live. Perfekt, Leute. Hallo, ich grüße meine Oma. Ich grüße Grails Oma auch. Hallo. Mein Sohn, ja. Wenn du das jemals sehen Grüße sind angekommen, sie sagt Grüße zurück. Ist das so krass bei meiner Oma? Wie bitte? Ich brauche gar nicht starten vor das Entertainment hier, ey. Was machst du bei meiner Oma? Erna, schmeiß ihn raus! Die Frage ist, warum erkennen wir deine Oma alle? Okay, genug, lass mal loslegen. Wollen wir vielleicht nochmal sagen, dass wir uns distanzieren von den Aussagen? Oder? Machen wir das? Machen wir das? Ich fühle mich gut. Hallo, wir spielen Cards Against Humanity. Jemand, der das eins meint. Sehr ja, ja, du, das Internet. Ja, Leute, ja, es ist ein Spiel. Fertig. Ist eine Frage, die ich mir stelle, aber egal. Okay, wer ist dran? Gary ist dran. Oh Gott. Es ist eine Falle. Da kannst du... Und liest das vor. Ja. Hexe Speech. Ah, nee. Na dann los. Oh nein. Okay. Okay. Mein Name ist. Schön. Alle mit Lernkarten angefangen, oder was? Nein. Oh, geil. Das habt ihr doch selber geschrieben. Nein, wirklich. Nein. Sterben. Es ist eine Falle. Naja, du kommst nie wieder zurück. Polizeiliche Gewalt. Ist das eine Frage? Ja. Na komm, ich nehme die Oma. Ja! Oh, Javis Oma. Javi hat sie geschrieben. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass deins auch noch kommt. Du kannst ruhig Oma zu mir sagen. Neues von J.K. Rowling. Harry Potter und die Kammer des Kindermodels. Alles klar. Ja, oh, okay. Ja. Heidi Klum lässt grüßen. Harry Potter und die Kammer der Auslöser. Ups. Sollte man hier in Deutschland nicht verwenden, die Karte. Ja. Harry Potter und die Kammer des Inzest. Oh, ein Südländer, ein Südstaat. Er ist auch der Standard-Porno-Keller, oder? Ich finde, dass du hier bist. Bisschen Spanferkel. Ja. Harry Potter und die Kammer der Schweine. Oh, Alter! Das ist gut, ey. Ja. Stumpf ist aber Trumpf. Ja. Ja. Das ist gut, das ist echt gut, ey. Harry Potter! Okay, wie riechen alte Leute? Okay. Klassiker. Afrikanische Kinder. Okay. Was? Würgen ohne Erbrechen. Boah, Alter. Aber, nee, vielleicht nur, wenn so ein Stückchen mit hochkommt. Oh, oh, wieder grün, Alter. Oh, nee, boah. Oder wie riechen alte Leute? Urin im Topf, Tropf. Im Tropf? Achso, ja, okay. Im Tropf, ja. So riechen, also ich... Vielleicht nicht, wie riechen alte Leute? Wie riechen sie jetzt wirklich? Du musst es wissen. Hm. Du warst bei Gary's Oma. Scheiben. Ja, die riechen tatsächlich so eindeutig nach Hitler. Also ich hatte auch schon mal Hitler. Okay, letztens war Bob Ross hier und Bob Ross war hier, um ihn rauszuholen. Was? Schön, dass du das so formuliert hast. Wir reden hier von einem Pinsel, oder nicht? Du meinst, wir immer so abklatschen. So. Ja, ja. Slap the hell out of it. Nächsten Tag. Ich wollte gerade sagen, beating the hell out of it. Ja, beating the hell out of it. Nächsten Tag war er nochmal hier, um Vorgeben zu verhüten. Alles klar. Oma weiß nichts davon. Dann war er nochmal hier um. Das Baby mit Whisky statt mich zu fett. Das ist gut für dich. Und jetzt kommt das. We don't make mistakes, just happy little accidents. God bless you. Und dann war er zum letzten Mal hier um
Ein Einzelling. Okay. Ja, komm, ach komm, das kann man am besten im Stumpf, ey. Stumpf ist. Aber ihn rauszuholen war auch schon so, ey. Krieg. Wofür ist der gut? Hitler. Kann das sein? Ja, ist doch das Gleiche. Hitler, Krieg ist doch Synonym, oder nicht? Ja, irgendwie schon, ne? Aber wir haben kann gut. Das sein? Kann das sein? Aber wäre mal gut, dass wir, wenn wir gewinnen würden. Ne? Krieg, wofür ist der gut? In Thailand eine aufreißen und festzustellen, dass sie einen Penis hat, der größer als der eigene ist, aber trotzdem weitermachen. Ja, das ist eindeutig Krieg, ja. Nachkrieg. Let's go, ne? Pimmelfechten. Wahrscheinlich ist das auch so gedacht, ja. So, Explosionen. Michael Bay. Explosions. Mm. Eine fehlte noch. Oh. Ja, gut. Oh, hart, Digga. Ach komm, ich nehme das Pimmelfechten. Ja! Ja, klar. Du würdest irgendwas machen falsch hier. Ja. Ja, Wolf. Okay. Also richtig vorlesen wie im Anime, bitte. Ja, ja. So mit Heil und so. Wenn, dann müsst ihr vielleicht nur so ein kleines Echo mit Heil machen. Ja, genau. So, Argoman, dir zu. Sekunde. Stimmen. Monster Metall Stahl Grimon oder wie auch dem heißen. Hört man das? Ja. Ja, und jetzt? Okay. Argumon digitiert zu. Teste wohl Bodentorsionmon. Du musst das episch. Ja. Bodentorsionmon. Das ist ja langweilig. Das ist einfach so eine Rückentwicklung gewesen. Weißt du? Ja, irgendwie schon. Aber ja, auch gut, wenn du es im Anime. Argumon digitiert zu. Draymond. Argumon digitiert zu! Körperverletzung mit einem Flugzeug. Und. Okay. Da hat jemand gedanzt. Ein bisschen tief. Ja, so ein bisschen. Räusper dich mal. Schleim im Hals. Ist ein Snickers. Achso, das war die. Ups. Hallo. Hallo. Ein bisschen lang. Zwei hast du noch, komm. Argumon, digitiert zu. Geht so ein bisschen unter gerade. Okay. Und Argumon digitiert zu Hungersnotmon. Ach du Scheiße. Warum? Okay. Ach ja, ich glaube, also der kann nur futtern. Jetzt Arms so Blut. Körperverletzung mit einem Fahrzeug. Achso, Fahrzeug. Bodentorsion oder der Hungersnot. Ich nehme den fehlenden Hoden. Yay! Yay! Ich weiß nicht, wie das Spiel funktioniert. Wir leben in einer aufgeklärten Welt. Heute ist es doch wirklich normal, wenn man Spanferkel. Heute ist es doch wirklich normal, wenn man Menschenrechte verletzt. Südstaaten lassen grüßen. Wow. Okay. Geht klar, Bruder. Heute ist es doch wirklich normal, wenn man Natursackspiele macht. Ja. 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 Ja, natürlich. Ein bisschen mit Pum-Pum. Wenn man schon mal auf Klo ist, bitte, ja? Und Menschenrechte verletzen. Kann man zusammen machen, oder nicht? Ja, alles. Ja. Ja. Oder was kommt jetzt noch? Sagen wir einfach ja, weil es halt ganz normal ist. Ja. Ja. So, es ist auch wirklich normal, wenn man die AfD... Nein. Okay, nee, das geht zu weit. Das geht wieder gegen die Menschheit. Also gegen die Menschheit. Ihr seid ja ekelhaft. Wer hat die AfD? Nein. Einmal nein. Wer hat bitte diese Karte gewählt? Ganz ehrlich. Aufgeklärten Zeit hat. Ja,
Also, wieder ich. Hauptsache, ihr habt alle geschrieben. Also, Leute, wie halte ich meine Beziehung am Laufen? Erstmal fressen und kotzen. Warte, wir beide. Das hat gewonnen. Ansonsten halte ich noch meine Beziehung am Laufen. Nämlich zwei Schwule, die eine Bockwurst lutscht. Lutschen. Okay, ja. Die an einer Bockwurst lutscht. Ansonsten bei den Einkaufladen der Tochter einkaufen und sich jeden Artikel hinten einführen. Was? Alter. Was? Freundin sagt ja. Ja, manche Leute haben da ja echt. Die selbst geschrieben ist. Aber ich finde Unterdrückung ziemlich gut. Ja. Klipp und klar. So hält man deine Beziehung. So läuft meine Beziehung besser, finde ich. Ja. Also, Moritz, ne? Es ist ja nicht wirklich Inzest, ne? Es ist denn, ne? Verteidige uns hier mal bitte. Ja. Das ist wichtig. Also, ich habe gehört, es ist nicht wirklich Inzest, denn Abschneiden ist die beste Verhütungsmethode. Okay, Alter. Alles klar. Ja. Ich bin fertig, ne? Gut. Ist auch nicht wirklich Inzest. Ist auch nicht wirklich Inzest, wenn denn Oralsex nicht zu erwidern. Okay. Familie feiert grüßen. In der Familie ist so alles okay. Komm nächstes Mal. Ja. Ist auch nicht wirklich Inzest, denn der fleißige Mexikaner ist schuld. Ja, gut, Gärtner ist es immer. Also, und es ist nicht wirklich Inzest, denn Stiefbruder, bitte hilf mir. Er braucht meine Hilfe, da kann ich nicht Nein sagen. Nein, danke. Alter. Ist gut. Ja, Mann. Okay. Lieber Dr. Sommer, ich habe ein Problem mit sich wünschen beim Kekswichsen der Kekse zu sein. Und ich würde gerne um Rat. Lieber Buddy, mach doch bitte den Mund auf. Ist gut. Uiuiui. So, jetzt hier. Na, Mann. Eier auf dem Tisch, wer hat das schon mal gemacht? Eier auf dem Tisch? Keks wichsen? Nee. Das ist ja widerlich. Die Kalorien sind nicht schlimm. Ja, ja echt. Ich teile doch nicht meine Proteine, ey. Wer gut jetzt sagt, das ist gut. Proteins. Lieber Dr. Sommer, ich habe ein Problem mit passable Transvestiten. Und würde dich gerne um Rat bitten. Zahne drin ist die. Okay. Du bist okay. Conchita Wurst oder was? Was denn? Die Conchita Wurst. Der Name alleine schon. Ja. Wurst. Oder? Nee, das ist die Frage. Lieber Dr. Sommer, ich habe ein Problem mit, wie man ein Seil bastelt und es effektiv nutzt und würde dich gerne um Rat bitten. Es ist also, so Moritz. Also ich habe sehr. Nein, das ist nicht ein. Ja, Suicide es ist hier. Dr. Sommer. Okay, es ist Dr. Sommer, nicht irgendwie Tante Emma. Ich habe jetzt im Kopf, man könnte das in zwei Varianten verstehen. Entweder einmal, ich habe keine Ahnung von SM oder ich will mich umbringen. Also. Ja, ja, genau. Stimmt. Ja. Definitiv Moritz und Moritz. SM geht's ja auch. Richtig. Aber vielleicht sagt ihr das auch so. Vielleicht sagt ihr das auch so erotisch. Hallo Dr. Sommer. Ich weiß nicht, wie man das benutzt. Bitte ja, eigentlich mit dem. Ja, Sommer. Kann ich was? Dann verwandelt sich Dr. Sommer auch schnell mal in Mr. Grey. Lieber Dr. Sommer, ich habe ein Problem mit schlecht getimte Holocaust-Witze und würde dich gerne um Rat bitten. Vorzüglich wäre dem Akt. Aber Kekswichsen war zu strong. Das ist zu strong. Vor allem ist auch direkt die erste gewesen, das ist so ein Vorteil gewesen gerade. Bei Krabi gibt der Weihnachtsmann mit Schreckkohle Bilder von Tim. Ja, das ist ja in die Neuen. Nee, es geht. Das
Bilder von Tim jetzt nicht unbedingt. Stimmt, das sind nicht Frauen, Tim. Genau, es kommt darauf an. Oh, das sind doch nur Bilder. Das sind die Titten vom Weihnachtsmann. Alter. Wenigstens ein Elf mit drauf. Verschwitzte Wahl auf meinen Schenkel. Nein. Möchtest du nicht auf meinem Schoß sitzen? Gib dir meine Hute. Und du darfst auch meine Hose halten. Nein, ich will nicht. Bei der Band, ne? Okay. Statt Kohle gibt der Weihnachtsmann bösen bösen Kindern. Alter. Hier, Kleiner, da kannst du mal was lernen. Weil, wie schleimig. Guck mal, Ariel spielt mit. Ariel. Ja, Blümchen, 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 ja, genau. Tentakel. Ach, weißt du, der eine Hund, der ist blind und der andere schiebt die gerade über die Straße. Statt Kohle gibt er meiner zwei bösen Kindern gereichte Alter. Okay, was? Das ist wichtig für das. Nein, das ist eklig. Das ist alles irgendwie. Mein Hund, ja. Es ist ja widerlich, das ist es. Statt in Kohle gibt der Mann das bei bösen Kindern eine enttäuschende Geburtstagsparty. Ich glaube, die Reaktion war einfach die besten. Ja. Flashback! Ja. Ein Tentakel-Bonus. Hey, Glückwunsch, Eigner! Glückwunsch! Glückwunsch. Wupp, wupp, wupp. Und bekannte Vorwitz. Vorwitz? Ach so. Ja, was für ein Alter besser? Sich einscheißen. Das ist. Das war ja. Was kriegt man dann? Hat man dafür angestellt. Schwester, Schüssel. Große Macht! Was wird im Alter besser? Meine Genitalien. Jo. Moritz ist halt jetzt nett. Du hast von sich selber so sehr überzeugt. Aber die werden besser, yo. Aber was noch besser wird, wer hier, das sind schwule, behinderte Negerkinder, die dir die Veränder kann. Das ja, alles klar. Alter. Das wird irgendwie auf jeden Fall besser. Ach, da kommen die Nachbarskinder wieder. Ah, ja. Oi, oi, oi. Aber im Alter wird auch noch der Überraschungstext besser. Weil man ist demenz, deswegen ist ja. Ach, das kommt jetzt aber plötzlich. Wenn sich verabredet. Als extra so ein Tinder-Date aus Alkohol. Wie komm ich hierher? Wer sind Sie denn? Sind das wieder die schwulen, behinderten Negerkinder? Wer zum Teufel sind Sie? Runter von meinem Rasen! Ich hab ein Date? Mit Ihnen, wie war ich denn da drauf? Ich hatte Sie eingeladen. Ich nehme die Kinder, weil sie einfach 10 Jahre lang das Gleiche machen und trotzdem ist es noch so. Ja, deswegen. Oh. Okay. Eine Gestellung. Kannst du echt einen Double Zap? Ja, echt? Wie heißt sie denn? Ja, eben. Hä? Grinder. Oh. Ja, möchte gleich einen Skin dafür kaufen. Eine Case open. Ein Pädophile, der traurig ist, weil er erkennt, dass er gerade einen Zwerg vergewaltigt. Dafür gibt's eine App. Okay. Ja. Okay, ja. Warum ist er traurig? Alles klar. Ach so. Weil, ja. Na, warum wohl? Dafür gibt's eine App. Pädophile, dafür gibt's eine App. What? Show Image. Von wem kommt das wohl? Schön, Alter. Das ist OP, das muss raus.
gewinnt jede Runde. Alter, der neue Nicolas Cage hier, ey. Ich finde halt ein trauriger Pädophiler eigentlich schon ziemlich lustig. Goddammit. Oh, ja, okay, das wird sie ziehen. Bei Gravel mir ja. Ja. Oh Gott. Oh, also. Nimm mir den. Ich hatte okay, Schuss. Also. Würde ich mir sagen, dass Vladimir Putins Lieblingsessen Sonnenschein und Regenbogen, gefüllt mit einer Prise, ein reiner Kamm und Qualität sich lässt. Ja. Herr Kalei. Gerüchte besagen, dass Vladimir Putins Lieblingsessen außerdem dosenfressende Ziegen gefüllt mit schmackhaften das Blut mit dem schmackhaften Blut Christi ist. Ne? Ne? Ja. Das ist eine schöne Soße, doch, das passt. Ja. Ja. Deswegen ist er so mächtig. Wie meine Patris und so. Deswegen sieht das auch so aus, als würde er nicht älter werden. Stimmt. Er konserviert. Ein weiteres Gerücht besagt, dass Vladimir Putin Lieblingsessen. Ein Erstgeborenes mit Bacon umwickelt und 15 Minuten im Backofen. Oh, geil. Gefüllt mit die längste Praline der Welt. Wirklich? Okay. Alter. Ja, ob der hier sein. What the fuck? Okay. Wer hat das geschrieben und ob er deinen Penis damit meint? Das ist ja nicht, ja. Und das letzte Gerücht besagt, dass Vladimir. Was ist los mit mir? Das Vladimir Putins Lieblingsessen. Hormonfritzen. Gefüllt mit erotischen Harry Potter Geschichten sind. Ja. Geht das überhaupt? Aber ich. Wird man dann genauso haarig wie Hermine? Alter. Oder wie Hagrid? Wow. Aber ich muss das nehmen. Es ist keine Karte selber geschrieben, übrigens, ne? Mensch. Mit Belken hattest du mich schon fast. Und dann. Das dachte ich mir schon. Deswegen habe ich ja gesagt, wir stehen zu unseren Aussagen, ne? Also. Belken ist immer. So, für was habt ihr euch denn entschieden? So. Im neuesten Rocky-Film muss Rocky gegen Garys Oma antreten. Was? Komm hier, Bub! Zieht er so eine Handtasche von ihr so? Ah, die Handtasche. Du kannst niemals die Handtasche einer Oma unterschätzen, ja? Ja. Junger Mann, kommen Sie doch mal her! Da sind wir auch. Sind nur Baggersteine, die sind nur Baggersteine. Okay. So, im neuesten Rocky-Film muss Rocky gegen Fettleibigkeit. Oh, das wäre gut. Ja. Er ist total in Frust gefallen, hat sich voll gefuttert und man sieht dann die Rückentwicklung, wie er es wieder zurückschafft. Haben die Punkte gezählt? Im neuesten Rocky-Film muss Rocky gegen Fluffy, hartes dreiköpfige Grinsekatze, antreten. Das ist schon was niedlich hier. Fluffy. Im neuesten Rocky-Film muss Rocky gegen dicker Besuch, der dein Klo benutzt und einen Krokantrand in der Schüssel hinterlässt. Alter. Antreten. Alter! Boah, ist das widerlich. Ja. Ja. Widerlich als wieder. Lass mir das mal. Wahre Worte. Aber Fluffy? Ich nehme die Fettleibigkeit. Ja, das würde ich eigentlich. Ich habe mich auch für entschieden. Ja. Leonardo DiCaprio hat seinen zweiten Film, seinen zweiten Oscar gewonnen. Er hat also gespielt. Wow, wow. Also das ist ja. Da kannst du ja auch gleich gewinnen lassen. Ja, stimmt, fertig. In seinem zweiten Film hat er, oder für seinen zweiten Oscar hat er, wenn es jemand aus der Community schlecht geht, gespielt. Okay. Haben alle keine Community? Wo ist die Grille? Wo ist die Grille? Wo ist die Grille? Er hat Kinder mit Arschkrebs gespielt. Ja. Wow. Und dafür einen Oscar bekommen. Dankeschön. Außerdem hat er seinen zweiten Oscar bekommen. Er hat in dem Film Zwergwerfen gespielt. Oh, das hat niemand kommen sehen. Er hat tatsächlich ein Spiel gespielt. Wie ich zu Hause auch immer. Was, Zwergwerfen? Stimmt, das hat er aber doch in dem Film gespielt, ja. Ich weiß gar nicht.
Babyfußball. Dafür wurden Oscar bekommen. Babyfußball. Babyfußball. Ich nehme den Arschkrebs. Ja. Dafür habe ich mich nicht entschieden. Du hättest ihn natürlich für Adolf Hitler entschieden. Ich ja, ich weiß. Aber ich find's gut. Ja, warum bin ich denn verklebt? Acht niedlich, jung und unschuldig. Aber nicht ich verklebt. Nicht schießen, ich wechsle Skins. Okay. So kann man das heutzutage auch nennen. Okay. Ach so, Skins. Ich schieße, ich wechsle Skin. Arme, dicke, ja, schwarze, schwule Juden. Ey, da ist ja alles drin. Da fehlt jetzt nur noch Neger, Alter. Alles klar. Deswegen. Und warum bin ich noch verklebt? Italiener. Ah ne, sorry, IT-Alien. IT-Alien. Bibidi-Babidi. IT-Alien. Das ist ein bisschen schwer, aber... Komm, ich müsste was ich nehmen. Ja, ist eigentlich klar. Die Italiener, weil dann sorge ich mich beim Essen. Nice, ja, ja, schön. Ist das Essen gemeint. Es ist so ausgeglichen. Also, ein Mikropenis. Plus ein einsames Schamhaar. Gleich. Kindergartenausflug in die katholische Kirche. Klingt schon gut an, Alter. Startet aber auch so. Ja. Ei, Mann. Also, ganz ist ehrlich, ich finde diese Art von Aufzug mega geil. So einfach, du hast so ein Mikropenis, okay, lustig. Ein einzelner Schaf, auch lustig. Und das ist eine katholische Kirche. Kindergartenausflug in der katholischen Kirche. Ein Beutel Zauberbohnen plus eine Zeitmaschine bauen, um die eigene Mutter zu schwängern. Reich. Ich das Traum. Einfach du Scheiße. Okay. Alter. Da hat aber jemand. Das ist mein feuchter Traum. Ja. Ja, gleich wieder aufgedeckt wird das, hat, ne? Alter. Mal gucken, welcher Pervers ist hier. Ey, du kommst sowas von in die Hölle. Der das geschrieben hat, du kommst sowas von in die Hölle. Neonazis plus Alkoholismus. Gleich Stephen Hawking. Oh, Alter. So geschossen. Wie war's mit dem Tanzbein? Schrankdienst im Mönchskloster plus eine dumme Entscheidung ist tot, wenn juckt. Was soll das? Oh Mann. Ja, mein Sohn. Dann hast du Schrankdienst. Ich will entscheiden, ey. Denk dran, du stehst so dann aus. Ja, ja. Das, was du nimmst. Ja. Mama, tut mir leid. Ja. Ei. Das kann doch nicht mein. Ja, da ist doch kein Mikropenis. Hallo. Da wurde gerade jemand enterbt. So, was bevorzugt den Schien? Was? Was werde ich aus der Zukunft mit zurückbringen, um alle davon zu überzeugen, dass ich ein mächtiger Zauberer bin? Party Mind! Ein Judenzift Double Set. Alles klar. Fängt wieder gut an hier. Was? Aber aus der Zukunft? Lass nach zwei Jahren. Okay. Gary Mind. Das Herz eines Kindes. Okay, Gary. Ja, ich bin ein Zauberer. Guck mal, wie es schlägt. Bum, bum. Guck mal, es schlägt noch. Moritz meint fliegende Sechsstimmen. Was? Dazu stehe ich. Okay, ja. Dazu stehe ich. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Es ist eine fliegende Sechsschlange. Ich bin ein Zauberer. Sieht aus wie Dildos im Schwimmen. Aber der Hegner meint mehrere Stiche. Was? Dafür stehe ich mit meinem Namen doch auch. Ich dich nicht ab. Ach komm, ja. Ja! Oh, der erste, der 5 hat. Okay, okay. Aber wir haben schon 7. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im dritten Weltkrieg kämpfen wird. Aber im vierten wird man mit Polizeipolizei.
Polizeibrutalität kämpfen. War das nicht im zweiten? Also DSS, das aber. Ne? Oder nicht? Ist das nicht? Ist das. Ja. Ja, ne? Also, war doch. Sehr gut. Ne? Gut, danke! Ich hab aufgepasst. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im Dritten Weltkrieg kämpfen wird, aber im Vierten wird man mit 72 Jungfrauen kämpfen. Alle für dich, alle für dich. Ist das dieses berühmte Schwanzfechten, oder? What? Auch, ja. Jetzt immer noch mal. Das Knacken. Das ist so im Raum, 72 Frauen und alle so, alle den Bögen gezeigt, so, hallo? Oh Gott. Okay, alle hat. Wer hat gesagt, dass es nur weibliche Jungfrauen sein müssen? Korrekt. Vielleicht sind sie ja weiblich, aber Transvestiten. Komm aus Thailand, ne? Ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im Dritten Weltkrieg kämpfen wird, aber im Vierten wird man mit Twittern kämpfen. Du Arschloch! Abdinnen! I know words, I know yeah, words. Yeah. But there's no better word than stupid. Das passt. Das ist einfach so gut, ey. Oh Mann, ey. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im Dritten Weltkrieg kämpfen wird, aber im Vierten wird man mit einem Maschinengewehr in die Luft schießen, während man bis zu den Eiern in einem quiekenden Schwein steckt. Alter. Kämpfen. Was? Das war Moritz. Das war Moritz. Nein. Nein. Was zur Hölle? 100 pro Moritz. Nein! Ey Moritz, ich hoffe für dich, dass du die nicht selber geschrieben hast. Nein. Ich hatte nicht gespielt, nein. Alter. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass sie geschrieben ist, die Karte. Ich glaube, die gibt. Bei Moritz wäre ich mir da nicht so sicher. Die ist so krass geschrieben, die ist. Die ist. Im Deck drin. Bei Moritz wäre ich da mal sicher. Komm. Ja, gut, ich nehme sie. Danke. Siehst du, das die ist nicht mal selbst ja geschrieben. CD ist auch Moritz. Kreativ bin ich nicht. Das arme Schwein. Okay, was ist meine Antidroge? Hey. Was? Ist das Arnold Schwarzenegger? Wie ist das? Ja. Vergrößern? Bild in neuen Tab öffnen? Okay, Schade, ich hab... Das ist Arni. Im Wald. Alles klar. Ja. Was ist meine Antidroge? Eine Super Soaker voller Katzenpisse. Das ist, ja, okay. Das Trademark ist ganz wichtig hier an dieser Stelle. Mhm. Auf jeden Fall. Kam bestimmt davon hin, ja. Super Soaker, davon habe ich damals eine gehabt. Ich auch. Was ist meine Antidroge? Ein Kind zeugen, um es in einem Kinderheim abzugeben und das aus Spaß. Okay, das auch hab ich so. Aus Spaß. Wow. Stehen so nein. Er hat sie nicht gewählt. Er hat sie noch nicht gewählt. Kommt sie okay, jemand wieder ist so? Ich bin dein Vater. Ich bin aber frei, du sitzt da. Was ist auch noch meine Antidroge? Selbsthass. Heutzutage sehr verbreitet, oder? Ich nehme die Super Soaker. Also, als ich auf LSD war, verwandelte sich sexuelle Spannungen in Spanferkel. Nee. Ja. Edmund, du bist herzlich willkommen. Dazu brauchen wir keine LSD. LSD war, verwandelte sich Britney Spears mit 55 in Genghis Khan. Alter. Beide habe ich. Ja. Als ich auf LSD war, verwandelte sich der Papst in die Art von Sex, wo man seinem Partner ein glühendes Eisen in den Arsch schiebt und Captain Iglo-Klammer umdreht. Ja. Verstehe nicht, wieso okay, das okay. Captain Iglo macht war. Manche Leute cool, sind ja einfach so kreativ, ey. Wer denkt sich sowas aus? Ja, ich sag mal so, die Klamotten von Papst und Captain Iglo haben wenigstens Ähnlichkeit. Also. Das wäre doch. Ja, ich sehe es. Ja, okay. Ja, ich glaube, dafür muss man echt LSD genommen. Ja. Apropos, als ich auf LSD war, verwandelte sich Lee Harvey Oswald. Warte. Der Mörder, also der eventuelle Mörder von Jennifer Kennedy.
Achso, ja, verwandelt sich Lee Harvey Oswald in die kleine Schwester Fisten, weil Alter. Sie ihre Nüsse nicht essen kann. Wait, what? Hey, Alter. Ja, das ist schon eine gute Karte. Alter. So, in seinen letzten Momenten dachte Michael Jackson an Teenager-Schwangerschaft. Too alt. Ja. Ja, ansonsten dachte er auch noch an ein kaputtes Kondom. Ja, wenn wir wieder bei den Teenager-Schwangerschaften. Wo rennen die Leute hier? Egal. In seinen letzten Momenten dachte Michael Jackson an Erstgeborene. Was? Das die Satzstelle, die Grammatik, das muss man umstellen. An ein Erstgeborenes. Ja, ich suche das nur gerade irgendwie richtig zu. Ein Erstgeborenes, an den freundlichen Pädophilen in der Nachbarschaft verschenkt. Oh, okay. So, in letzten Momenten dachte Michael Jackson an die letzte echte Jungfrau auf eBay zu versteigern. Ja. Ich sehe hier ein Muster, dass das alles so mit Kindern zu tun hat, aber okay. Was passiert denn Muster? Vor allem die Jungfrau, da weißt du nur nicht mal, wie alt die Jungfrau ist, ne? Jo, alles klar. Der Moritz. Cool. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. Wir stehen so noch. Okay, die USA ließ. Die USA ließ vier Sachen über den Luftraum von Afghanistan für die Kinder abwerben. Erstens. Ein Gutschein für ein professionelles Selbstmordattentat. Wow. Alles klar. Das ist schon sehr gemein. Des Weiteren haben die zahnflüssiger Alter ist. Was? Zähflüssiger Alter ist da. Auch irgendwie ein Gleitmittel. Mann, seid ekelhaft. Das ist hart. Boah, ich leider eben. Wenn man draufschreiben würde, dass es einfach Gleitmittel ist, ne? Des Weiteren ließen sie Mord im Orient Express abliefern. Ja. Okay. Und ja. Zu der Letzt äthiopische Kinder, die sich an den Runden Alter. Alter. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, muss ich jetzt. Alter. Du widerlicher. Cooler Mensch. Okay. Gerüchten zufolge muss jeder IS-Kämpfer sein eigenes Kind behindert schlagen, um einen besseren Parkplatz zu bekommen. Alter. Was? Sieht so selbstgeschrieben aus. Ja, sein eigenes Kind. Ey, wenn einer von euch sich das ausgedacht hat, ne? Alles klar, sag ich dann nur. Vorbei. Erschlochen. Er sollte keine Kinder bekommen. Gerüchten zufolge muss jeder IS-Kämpfer IS beitreten, um seine Vorliebe für Ziegen zu befriedigen. Ey, was? Okay. Gerüchten zufolge muss jeder IS-Kämpfer freiwillige Vergewaltigung mögen. Alter. Oh, das ist böse. Vor allem in einem Satz freiwillig und Vergewaltigung, ja. Alles klar. Alter, ich kann die so nicht hochladen, Alter. Ja, wahrscheinlich muss er sie aushalten mögen, wie auch immer. Muss ich sowas piepen dann, ey? In keinster Weise kann das freiwillig sein. Es sei denn, es ist gespielt, aber dann auch selbst dann. Naja. Gerüchten zufolge muss jeder IS-Kämpfer von Hellboy sich von Hellboy fisten lassen. The fuck? Wir haben da so ein Einstiegerritual, also. Ey, das Kind, das war einfach zu krass am Anfang. Mich bemerkt, ist nicht selbst beschrieben. So, jetzt kriege ich einen besseren Parkplatz. Na dann. Oh, Entschuldigung. Ja. Heute bin ich richtig versaut und schlafe mit Wikingern und noch einem beschissenen Vampirfilm. Okay, ja. Okay. They had me in the first half, I'm not gonna lie. Okay.
Heute bin ich schlafe mit Inzest und einem flotten Dreier zwischen Jesus, Moritz und einem Schwein vor. Ja, no. Deutsch läuft bei uns heute. Gut. Jesus, Mohammed, Schwein, ich, Dreier. Vielleicht filmt er. Vielleicht filmst du. Oder er, also, oder ein Schwein. Ja. Wo haben Sie denn das Schwein her? Das habe ich beim Preisausschreiben gewonnen, sagte das Schwein. Oder Jesus wird einfach an die Wand genagelt. So. Okay, ja. Okay, heute bin ich richtig versaut. Oder sagen wir mal, heute ist Krabi richtig versaut. Ja, los. Zentauchen. Geil. Jo. Und? Eine ja. Spufentränen. Die Hufen tun weh. Ja, und sagen wir die Hufen. Deine Tränen sind mein Leid. Ach, ja. Wow, okay. Okay. Und ich würde sagen... Moritz ist heute mal richtig versaut und schläft mit. Crack rauchen. Mit der Bio-Lehrerin. Mit der Bio-Lehrerin. Okay. Und? Minderjährigen Teilmädchen. Klingt nach Moritz, ja. Haben das die auch schon einen Penis? Ja. Das ist... Haben die auch schon einen Penis? Okay, ja. Was nehme ich denn? Im Internet, das ist ganz normal, das machen viele Menschen. Das machen ganz viele, also, ne? Ja. Kein Thema. Ja. Ich glaube, ich nehme die Zentauren. Oh ja, ne? Damit habe ich nicht gerechnet. Also, meine geheime Kraft ist, auf der Cyclingstation in die Brutkästen zu furzen. Ja. Das ist mein Hobby, aber nicht meine Kraft. Das klingt legitim. Meine geheime Kraft ist die längste Praline der Welt. Aber pssst, mein Geheim. Pssst, mein Geheim. Was ist meine geheime Kraft? Bis zur Hochzeit warten. Mit der längsten Praline der Welt. Habe ich nicht hingekriegt. Oh je. Was ist meine geheime Kraft? Jemanden aufschlitzen und seine Gedärme dekorativ an die Wand hängen. Das ist halt auch mein Hobby. Das ist kreativ, ne? Das klingt schon sehr nach einer Kraft. Also bis zur Hochzeit warten erfordert schon eine Menge Kraft. Vor allem der geheime. Hm. Ja, meine Frau weiß nichts davon, dass ich warte. Vielleicht ein bisschen zu viel Chloroform die ganze Zeit. Aber. Was? Ah, scheiße. Dann nichts passiert. Das ist mein Fehler, stimmt. Ja, no. Ja. Kreativ hier. Ja. Die Gedärme. Ja. Ehre genommen. Vorhaut genommen. Alles klar. Leben genommen.